Jawohl! Ach, Mist, ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Wieso denn Mist? Ist doch cool. Noch eine Schrotflinte, bitte. Ich meine, es war abgeschlossen, also eigentlich kann ja, es sei denn, Leute haben sich hier verbarrikadiert. So, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Alloy. Die haben hier also gehaust, okay. Sie halten uns für Schafe, zeigt die Zähne. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. Richtig. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Was wollten die? Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Uff, toll. Ja. So, warte mal, zack. Alter, hier ist so viel Zeugs, holy shit. Was ist denn hier alles drin? Alles einpacken, Ellie, komm. Rein in die Taschen. Den Schlüssel konnte ich auch, glaube ich, gar nicht verbrauchen, außer halt hier bei diesem Ort. Ich meine, der war ja extra hier für diesen Ort, ne? Diesen Ort. Das ist nicht so wie in anderen Spielen, dass man irgendwie hier Schlüssel oder irgendwelche Dietriche finden kann, wo man dann Schlüssel mitknacken kann. Und wenn man die verbraucht und man hat keine mehr, hat man halt Pech. Wobei, in Last of Us 1 gab's das, ne? Da konnte man doch diese Räume aufschließen. Wo dann auch so mega viel Ausrüstung drauf war. Oder drin war. Ne? Das war doch so. Stimmt! I remember! Okay, das brauchen wir nicht. Was ist das? Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. Wir könnten es uns ansehen? Haben wir wieder was Neues auf der Karte? Oh, da oben. Oh, lol, zwei neue Fragezeichen. Ach du heilige Scheiße. Wir decken einfach alles auf. Ich meine, es bringt uns ja auch ein bisschen weiter in Sachen Background. Oh, lol. Was ist denn? Goonie und Ghost würden das lieben. Ein Gürtel. Ein Gürtel. Ausrüsten? What? Gewehrholster. Oh. Oh. Let's go! Schnellwechsel! Ja, perfekt. Sehr gut. Siehst du? Wieder was bekommen. Ich sag doch, das lohnt sich. Meine Ausrüstung ist nicht gerade unwichtig, oder? Da kommen wir sowieso nicht raus. Auf geht's. Raus hier. Also ich wäre dafür, dass wir die zwei Fragezeichen auch noch abwandern, oder? Komm schon. Leute, ich meine, bisher, wo wir überall waren, haben wir immer Ausrüstungszeug bekommen. Hey, hast du eigentlich Angst? Weshalb? Nach allem, was wir über die WLF rausgefunden haben? Sie sind organisierter, als ich dachte. Das ändert rein gar nichts für mich. Wir müssen nur vorsichtiger sein. Wenigstens wissen sie nicht, dass wir kommen. So sieht's aus. Alles wird gut gehen. Okay, wir sind hier. Nach links. Wir sollten zurück zum Fuck Fedra-Tor, bevor es dunkel wird. Ja, warte. Ja. Lass uns die beiden anderen Orte noch abgrasen. Mal sehen, ob diese WLF in der Serravina sind. Lass uns die beiden anderen Orte hier noch abgrasen. Wenn schon, denn schon. Und wenn die schon markiert sind, dann gehen wir da auch hin. Ganz einfach. Frage ist nur, wie wir hier reinkommen. Ah, okay. Sehr schön. Wo willst du hin? Ich möchte mir das angucken. Ist was. Das hat sie natürlich mit ihren Antennen aufgespürt, ne? Use Gate Code. Haben wir den Gate... Oh, warte mal, Use Gate Code. Warte mal, was ist denn das? Was ist denn das für ein Code hier? Für ein Gate. Wo sind wir hier gerade? Das ist Gate West 2. Okay. Perfekt. Gate West 2 wäre dann folgender Code. Haben wir noch... Oh, warte, nee. Einmal bitte...
das Inventar aufrufen. Wo haben wir das denn hier? Kontrollpunkt, da. West 2, ne? 0451. Warum dieser Safe jetzt nur zwei Codes hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bam! Ui! Rein da! Und noch eine Karte. Perfekt. Perfekt, wer ist das denn? Flo! Oh, ja, danke, danke, danke fürs Übersetzen. Flo. Echter Name Olga Kuznetsova. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Olga Kuznetsova machte ihren Abschluss an einer namenhaften Sci-Tech-Universität als beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschungen über dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete, dass diese Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, die Experimente zu sabotieren, mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein mit Wasserdampf verschmolz. Jetzt ist sie in der Lage, ihre Seele in jede Art von Gewässer zu kanalisieren und Objekte in jeder Form von Wasser zu beschwören, sofern eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Heldin. Olga, Alter. Not bad. Gut. War das alles? Oder geht's hier noch rein? Ich glaube, das war alles, oder? Oh, warte mal, da habe ich noch was vergessen. Hab ich auch fast übersehen. Alles voll. Okay. Fertig. Oder? Weiß nicht, können wir hier hoch? Ich kann hier nicht hoch. Geht's auch nicht weiter. Das müsste alles sein. Schau mal, wir haben neues Zeugs gefunden. Ganz viel Loot. Ja, war alles. Okay. So, jetzt können wir noch einmal zum Highway und dann gehen wir endlich durch das Fuck Fedra Tor. Aber dafür haben wir halt auch echt geile Ausrüstung jetzt dabei und ganz viel Zeugs, wo wir halt echt viel mit craften können. Also mega nice eigentlich. Und Schimmer denkt sich, scheiße, noch mehr, dass ich schleppen muss. Ah, der macht das, der macht das. Wie kommen wir denn da runter? Oh, indem wir runterlaufen. Ich hab gar nichts gesagt. Ui. Okay. Das Wasser stand auf jeden Fall schon mal höher. Das sieht man an dem Truck. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt hier schwimmen können oder so. Ich glaube, ich muss sogar zum Truck, weil die Tür ist so angelehnt. Da muss ich bestimmt reinschauen. Schwimmen! Wir müssen gar nicht schwimmen. Nee, doch nicht zum Truck. Ist das das, wo wir hin sollen? Das schon. Da kommen wir nicht hoch. Oh, jawohl. Wow. Oh Gott. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Ich glaube, die wurden eingesperrt, oder? Vielleicht wollte er sich verstecken. Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Ich meine, die haben den ganzen Truck durchlöchert, wie wir sehen. Uiuiuiui. Oh, Zettel. Warte, warte, der Zettel. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen, Isaac. Oh lol, da wurden die ganzen Leute hier verraten, oder was? Also offensichtlich natürlich. Auch geil, ey. Aber das Ding ist, die haben doch komplett die Scheiße gelabert, wenn der Brief hier drin liegt, oder? Dann wird er dann wahrscheinlich hier mit den Leuten gekillt.
Was für Pisser. Hier gibt es offensichtlich nichts mehr zu holen, oder? Okay. Schimmer, wir gehen weiter. Jetzt ist es soweit. Oh, Abfahrt. Endlich. Let's go. Wo müssen wir hin? Fuck. Oh, so weit? Okay. Auf geht's, Leute. Genug gelootet. Ich würde mal sagen, ready für Payback, ne? Ja, zu diesem Feuerwehrwagen kann man gar nicht. Nee, das ist komplett disconnected. Da kommt so gar nicht hin. Alles klar. Da lang, oder? Ja. Auf geht's. Hotter Hü, Schimmer. Hotter Hü. Boah, da haben wir jetzt aber eine lange Erkundungsreise hinter uns, ne? Das war ein Abenteuer. Auf jeden Fall. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Okay, jetzt müssen wir Benzin da reinfüllen, oder was? In den Ding. Und dann geht's auf das Tor. Und dann würde ich sagen, nächster halt dieses komische Zerovina-Hotel. Wo anscheinend, offensichtlich, so ist die Vermutung, ganz viele von diesen Washington-Spackos drin sind. Na dann. Okay. Alles gut. Let's go. Gib den Code ein. Ein Code? Oh, Gate East 2. Warte mal, das ist bestimmt der Code, der nicht... Diese alten Generatoren sind ziemlich zäh. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Wow. Oh. Entschuldige, was? Sie macht alles immer besser als wir. Sie macht immer alles besser als wir, Mann. Das ist doch ein Witz. Wo sind denn die Torpläne, die Torcodes? Wo waren die denn nochmal? Ah. Gate East. East 2, 5, 3, 4, 5. 5, 3, 4, 5. Drei, vier, fünf. Wo machen wir das? Wo geben wir das ein, den Code? Wo geben wir das ein? Hier, bei dem Kabel, oder was? Ah, lol. Okay. Fünf, drei. Fünf. Drei. Vier. Und die fünf. Hat geklappt? Ja, kein Begrüßungskommentar. Noch nicht. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Oh, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, Leute. Ja, was sollen wir denn machen, wenn wir die Fenster im Auge behalten? Wo sollen wir denn hin? Sollen wir uns schnell hintern... Was wird auch Schimmer? Der kann sich gar nicht decken. Ducken. Verstecken, meine ich. Ist doch auch scheiße. Naja, komm. Nicht rummeckern. Na, wir wollten ja hier hin, ne? Also ich nicht. Ich wurde ja mitgeschleppt. Ich meine, die beiden wollten hier hin. Rache und so. Wolf. WLF. Warum muss... Verstehe. Warum müssen überall eigentlich Wölfe sein, Leute? Ergibt Sinn. Jetzt mal ernsthaft. Seitdem wir damals Gabriel Knicklicht gespielt haben, haben wir überall Wölfe. Irgendwo. Wir sind verflucht. Ich sag's euch. Wir sind einfach verflucht. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. What? Das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten Als ob wir der... nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Ich sag euch, da ist keiner mehr, Leute. Oder ist es wirklich eine Art Hinterhalt, Alter? Wirklich, also richtig auf die mieseste Art und Weise. Und was wird auch Schimmer? Sag mir bitte, wir machen das Tor hier auf, sonst raste ich aus.
Okay, hier kommen wir wahrscheinlich hier. Lass mich raten, wir brauchen Benzin. Niemals geht das an. Hast du einen Code für das Tor? Oh, lol. Weiß nicht. Gate East 1. Lol, warte mal, wetten, das ist genau der Code, der verwischt ist? Hundertprozentig. Ach komm, ich bitte euch. Zufällig, Nein, kein Code für das hier. Shit, okay. Natürlich haben wir keinen Code für das hier. Na klar, deswegen müssen wir unbedingt in das Gebäude rein jetzt. Jetzt wird's aber Zeit. Okay, komm. Auf geht's. Let's go. Aber ohne Schimmer oder was? Ach, ja stimmt, der bleibt einfach hier stehen oder was? Nö. Oder sie? Ich weiß nicht, ob's... Ist es eine R oder ist es eine sie? Warte mal, das müssen wir mal eben kurz rausfinden. Ich glaube, es ist eine sie, oder? Jo, ist eine sie, glaube ich. Würde ich mal sagen. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. So, rein da. Okay. So weit, so gut. Dann mal auf sie mit Gebrüll, oder was? Gibt's dieses Hotel eigentlich wirklich, Leute? Bestimmt, oder? 1, 2, 3. Ich habe dem Hauter Hü unterm Rock geschaut. Ja, aber nur... Oh, lol. Das sind aber echt viele, ne? Das sind aber wirklich viele. Können wir irgendwas durchsuchen? Daran habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich dachte irgendwie sowas wie ein Code oder so. Aber das wäre zu einfach. Ich weiß. Was macht Edda? Haben wir noch... Oh, wir haben tatsächlich... Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Wir haben doch noch einen Molotow-Cocktail. Nein, haben wir nicht. Oh, doch, können wir aber anfertigen. Let's go. Jawoll. Dann wird jetzt mal ein bisschen gebrutzelt, würde ich sagen, oder? Geh mal da bitte weiter fressen. Oh, gute Nacht! Grillparty! Okay, das war das. Das ist vielleicht ein bisschen wehgetan, aber ich glaube, das war die bessere Lösung. Oh nein, ich will gar keine Karte. Will nicht auf die. Ich verwechsel das immer. Oh. Ach, wir haben ja noch. Lol. Wir haben ja noch. So, das reicht erstmal. Perfekt. Sehr gut. Ich vergesse die ganze Zeit auf die Lebensanzeige zu schauen. Was hier passiert? Abgeschlossen? Oh. 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 Zimmerservice. Oh, der liegt noch nicht lange da, ne? Das ist. Die sind noch nicht lange weg, Leute. WLF. Sie wurden erschossen. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Gehen wir weiter. Ja, vielleicht war es Dings. Wie hieß er nochmal? Tommy? Ich vergesse immer seinen Namen.
Vielleicht hat Tommy mal ordentlich hier aufgeräumt. Ich meine, er muss ja auch irgendwo hier in die Richtung unterwegs gewesen sein, oder nicht? Anders wird es jetzt auch nicht für mich irgendwie schlüssig sein. Alter, wie viel Zeugs hier rumliegt. Viel zu schade eigentlich, um das alles rumliegen zu lassen. Ich wette, dass das Tommy war. War nur einer? Ich dachte, die haben das ganze Hotel hier besetzt. Oder wir finden gleich noch mehr. Ich hoffe nicht, dass wir Tommy finden. Das wäre natürlich ganz doof. Petroleum. Hey, da ist hier Benzin. Ja, ah, schön. Wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Ja, toll. Beruhigend, was mit diesem... Oh, Alter, alles voll mit Benzin. Wollt ihr mich verarschen? Natürlich, toll. Oh, da ist noch was auf dem Schrank, oder? Nein, ist es nicht. Ich will nur looten. Okay, da ist jemand... nach oben. Oder? Ich glaube, diese Spuren gehen nach oben, oder? Also ich bin jetzt nicht hier so Kriminalbeauftragter oder irgendwie Mordbeauftragter, der das irgendwie so nachstellen kann, aber... ich glaube, diese Spur führt hier hoch. Oh, guck mal. Noch mehr. Tommy? Tommy? Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Warum denken die beiden denn nicht an Tommy, dass er das gewesen sein könnte? Wir können doch nicht die Einzigen sein, die das irgendwie, oder denen das irgendwie in den Kopf schießt, oder? Hier geht's auch nicht weiter. Ist mir hier viel zu ruhig, das gefällt mir nicht, habe ich gesagt. What? Scheiße. Oh shit. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Tommy hat aufgeräumt. Den kenne ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Code. Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Lol. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Tor-Code? Sieht so aus. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Vielleicht holen wir ihn ja sogar ein. Tommy ist sauer. Kann das sein? Wie lange geht das raus? Vielleicht holen wir Tommy ein. 7302. Oh ja, Tommy hat ordentlich aufgeräumt hier. Ich meine, das Ding muss doch mega bewacht gewesen sein, oder nicht, wenn die sich alle hier zurückgezogen haben. Wie sind da hier reingekommen? Ich meine, Tommy, also wir haben es gesehen, Tommy macht einen auf, ne? Aber was ist jetzt mit dem anderen Raum? Da wollte ich jetzt noch rein. Warte mal. Ja, da geht. Warum habe ich jetzt einen Hammer in der Hand? Heimwerker, Zimmerservice. Leute, nein, ich kann nicht mehr zurück. Ach, komm schon. Oh. Wie unfair ist das denn?
Ich kann doch nicht wissen, dass ich dann... Och, Mann. Vielleicht konnte ich auch gar nicht da rein, aber komm, die Tür war... Also. Oh, ich konnte bestimmt da rein, Mann. Aber genauso hätte es ja auch andersrum sein können, dass ich dann in den Raum reingehe und dann, ne? Und dann nicht mehr zurückkomme, also so oder so. Scheiße. Schimmer? Oh, Schimmer, jawohl. Schimmi, 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 ja, schimmi, ja, schimmi, ja. Scheiße. Ja, was erwartet ihr denn, Alter? Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt, ich hätte Schlimmeres getan. Ja, also. Warum unterhalten wir uns dann darüber? Bitte euch, Leute, jetzt geht's aber los hier, oder was? Du gehst zum Generator. Na, war das so krass? Ich darf nochmal daran erinnern. Der mit Blut geschrieben war? Ja. Ich darf nochmal daran erinnern, dass Joel fast irgendwie das halbe Bein rausgeschossen wurde und dann er einfach mit einem Golfschläger verprügelt wurde die ganze Zeit, bis er tot war. Auf dem Kopf, ja, ich meine ja nur. Aber wir diskutieren darüber, ob Tommy übertrieben hat oder nicht. Alles klar, Leute. Nice. Werden wir jetzt sehen. Vielleicht ja zu Tommy. Vielleicht ja eine Runde zu Tommy. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Sehr gute Idee. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder ja. BLF. Bin ich dabei. Ohne Wolf und ohne Infizierte. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Was? Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauch nichts. Wie kannst du denn zu Mandeln Nein sagen, Ellie? Was ist los mit dir? Ich bitte dich. Voll geil. Aber wenn das jetzt noch so geröstete Dinger sind, dann sowieso Abfahrt. Wollten wir da runter? Ich glaube nicht, oder? Dina! Schnapp die andere! Verliert sie nicht! Los! Dina! Nein! Ich möchte kurz sagen, ich habe noch nie so einen Hass gegenüber irgendwelchen Leuten in-game verspürt, ne? Ernsthaft. Also ernsthaft. Wirklich ernsthaft. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Typen mit einer scheiß hässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen
und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie und wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Dina! Fick dich! Alles gut? Jetzt schon. Ellie. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los, sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm! Fuck Ellie! Jetzt weg, gegen kleinen Wichser, Alter! Ihr kleinen Bastarde, Alter! Jetzt wollen wir doch mal sehen! Du flankierst sie! Okay. Fuck! Wisst ihr, was ihr nicht mal könnt, Alter? Ihr werdet brennen, du wirst brennen und der andere wird auch brennen. Ist mir scheißegal, was ich für Ressourcen gerade verbrauche. Leck mich! Los geht's. Wie viele hast du gesehen? Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. Ihr kleinen Wichser, Alter. Wie kann man so eine abartige Falle stellen? Sprengstoff, ihr kleinen Wichser. Wie kann man so wenig Eier in der Hose haben? Das ist unfassbar, Alter. Wir sind sowieso in Unterzahl, weißt du? Sie hätten uns einfach umzingeln können. Nein! Man muss uns die Luft sprengen! Klar! Laber doch keinen Scheiß, Alter. Eins, zwei, drei. Vorwärts! Bleib dich! Links von dir! Komm her, du Bastard! Willst du mich verarschen? Mist! Na komm doch. Na los! Geh denn fest! Seh sie! Da drüben! Schnauze! Ich hast du gar keine Augen mehr, mein Freund. Das ist hey, so. Doc, oh fuck you!
Alter, Ziel ist weg. Ich brauch Munition. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Fuck! Oh. Okay, wir müssen das ein bisschen, vorsichtig sein. Räumt die Räume. Vor allem, weil die links und rechts die ganze Zeit uns umrennen. Oh, Leute! Ja. Nagelt sie fest! In Ordnung! Muss aufpassen, dass sie nicht wieder von hinten kommen, ey. Rückt auf! Ja, okay! Ja, rück mal auf. Hä? Bock oder was? Da drüben! Alter! Ja! Weißt du was, Alter? Komm, zeig! Boah, Alter! Bauchschmerzen oder was? Gute Nacht. Ich will nicht sagen, dass das Genugtuung ist, ne? Aber... Ja. Erkennst du irgendeinen davon? Nein. Schon ein bisschen. Na, hast du Auge gemacht, hä? Alter. Ich schwör's euch, ich übertreibe nicht. Ich hatte noch nie solch eine Wut auf irgendwelche Ingame-Charaktere. Ich hab's vorhin schon gesagt. Ich schwöre es euch. Holy shit, Alter. Was für kleine... Ratten. Ich würde ganz andere Wörter benutzen, aber ey... Was soll denn noch bitte kommen? Was noch? Unfassbar, Alter. Problem ist, wir haben gleich keine Munition mehr. Das ist wieder so weitläufig. Jetzt reicht's, Alter. Jetzt, oh, jetzt reicht's, ja. Jetzt reicht's. Okay. Oh ja, ihr wollt es also ruhig und leise, ja? Langsam und qualvoll können wir auch. Oh ja, das ist mein Game. Genau das. Na? Ich
Nicht, nein. Oh. Hat das jemand Schimmer gefragt, ob er Bock hat zu sterben? Ich meine, sie? Oder Joel? Nicht. Ah. Wir sind mit Überzahl. Wir sind ja so krass. Unsere Eier sind so groß. Nicht. Ihr seid Abschaum, seid ihr. Nichts anderes. Huch. Ach du Scheiße! Eindringling! Schluck doch mal! Ellie! Mehr von denen! Der Eindringling! Ach, komm schon, Alter, ernsthaft jetzt! Bitte kommen lassen! Ja, siehst du mich oder siehst du mich nicht? Lee! Komm von der Bahn! Laura! Sie kann nicht weg! Endlich! Gleich hier! Ach, komm schon, Alter! Wichser, Alter. Echt Fehler. Ihr kriegt uns nicht. Gesagt. Ihr könnt's vergessen. Kriegen uns nicht, Mann. Die kriegen uns nicht. Nicht wir. Nicht so. Und schon gar nicht so hinterhältig. Ich kann keine Mittel mehr machen, ne? Fuck. Könnt ihr am liebsten dieses Ding machen hier, ne? Fuck. Okay, hab ich auch nicht. Ich kann mich nicht healen, Leute. Kann ich nicht. Kann ich vergessen. Das war richtig close, ja. Ich hätte diesen Stein nicht werfen sollen. Warte mal, lass uns mal hier umschauen, bevor wir irgendwo hingehen. Ich hätte diesen Stein einfach nicht werfen sollen. Dann wäre das ganz, 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 ganz easy gelaufen. Oh ja, let's go. Danke, Spiel. Puh. Ja, Lebensenergie, du kannst es noch so groß schreiben. Ich konnte gerade nichts craften. Es ist ja nicht so, dass ich da nicht auf achte. Deswegen brauchst du den nicht in Caps reinballern. Alles gut. Oh Gott, ey. Diese Wichser. Es ist eine Genugtuung, endlich die mal wirklich angreifen zu können. So richtig. Und zu wissen, dass die zu dieser Organisation gehören, ne? Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das so heftig ist. Aber das ist wirklich... Glaub mir, das ist... Das ist so eine Genugtuung gerade, obwohl das eigentlich gar nichts ändert. Rache hier, Rache da, Rache ist scheiße, aber ganz ehrlich. Ist mir gerade so Wayne. Puh. Let's go, Alter. Oh shit. Oh shit. Oh, warte mal, wir können hier drunter kriechen, oder? Sieh dir das mal an. Was denn? Ich dachte, hier kommen welche hoch. Scheiß auf die Ropes. Klau ihr Zeug. Das machen wir doch so oder so. Wie sieht's aus? Ist da was? Nein. Da drüben. Ellie. Hallo? Das ist halt mega, ne? Wo ist Adrians Patrouille? Ey, das ist so geil. Hey, ihr zwei. Eins, zwei, was? Drei. Hast du was drei? Ich hätte das da. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Oh, wir sind auf der Straße. Hm, schaut doch nach. Sie da runter? Keine Ahnung. Ob ich jemand mit der Schrot die Beine wegschießen kann und er langsam ausblutet, das wäre eigentlich interessant, oder?
Das wäre eigentlich sehr interessant. War eigentlich echt lustig. Wo sind denn alle? Nein, Abby ist das nicht. Ist da unten irgendwas? Hier ist niemand. Ich hab kein gutes Gefühl. Allerdings, wir checken das. Ich würde es ja zu gerne mal austesten, ne? Einfach auf die Beine drauf und einfach wegschießen. Deiner? Möchtest du vielleicht in Deckung gehen? So ein bisschen. Oh ja, Baby. Oh! Oh! Hm? Schmerzen, hä? Huh? Oh! Oh, das tut mir jetzt aber leid. Glaubst du, das sind alle? Das überprüfen wir nicht. Geht einfach nur drauf, Alter. Ohne Witz. Alter, wir haben einfach komplett den Fuß weggeschossen. Ja, Mann, es geht. Genau so muss es sein. Hä? Hat wehgetan, hä? Hat Joel jemanden ihn gefragt, ob es wehgetan hat, als ihr den halben Oberschenkel einfach weggefressen habt? Keine Sau interessiert. Verrottet. Ganz langsam. Oder noch besser. Am besten kommen hier irgendwelche Leute, irgendwelche infiziert und fressen euch ganz langsam auf. Knochen für Knochen. Knochen. Oh Mann, Alter. Oh, er geht sogar runter. Nice. Sehr schön. Hier, warte, kurz eben gucken, dass wir hier kein Loot irgendwie verpassen oder so. Lass mich mal eben einen Schluck trinken, Leute, weil ich habe sehr lange nichts getrunken. Aber das feiere ich halt, ne? Dass das geht, ne? Das ist so nice, dass das so geht. Mega nice. Wirklich. F für Schimmer. Ja. Ohne Witz. Guck mal, dieses Tier, weißt du, das konnte einfach gar nichts dafür. Nichts. Das wird dann weggesprengt auf die ekelhafteste Art und Weise. Wenn ihr euch irgendwann denkt in dem Game, oh krass, wie der die killt, das ist aber brutal. Dann denkt mal an diesen Moment zurück, bitte, Leute. Weil das Tier, das hat am wenigsten verdient zu sterben. Es sind immer die Tiere, die es am wenigsten verdient haben. Ist einfach so. Deswegen kann ich das einfach zum Tod nicht ab. Normalerweise, wenn im Film sowas passiert, Leute, mache ich den Film aus. Wenn ich vorher weiß, dass da passiert irgendwas mit einem Tier, dann gucke ich mir diesen Film nicht an. Ich weiß, man könnte jetzt sagen, Mimimi oder so, aber bei mir ist das halt einfach so. Fertig. Und das wird sich auch niemals ändern. Weil das kann ich einfach, egal ob ich weiß, dass es irgendwie Animation ist oder so, kann ich einfach nicht sehen. Kann's vergessen. Das gerade schon war schon Grenze genug. Das war schon. Fuck, Alter. Mann, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Tötet ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück. Bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Alles klar, wir töten alle Eindringlinge. Wird gemacht. Kein Problem. Wir halten uns dran. Wie sieht's aus mit Munition? Können wir uns irgendwie Munition machen oder so? Können wir uns Munition basteln? Nee, ne? Können nur Munition finden. Okay. Das ganz gerne. Was ist das? Schnellere Fertigung. Fertig alle Gegenstände doppelt so schnell an. Jo. Einer. Was ist hiermit? Können wir auch noch nichts basteln, ne? So, wir brauchen eine Werkbank, ich Vollidiot, glaube ich, oder? Oder was heißt das? Haben wir neue Munition? Oh, Vorsicht, Ellie. Alles gut. Alles entspannt. Ich muss die Pistole nehmen.
Am besten noch Joes Revolver einfach. Wie viel Munition haben wir dafür? Oh ja. Wobei, eigentlich sollten wir diese Schüsse da wirklich für behalten, für die anderen Leute. Für die Leute, die damit zu tun hatten. Ich möchte einfach, dass die durch diesen Revolver sterben. Und das möglichst langsam. Vielleicht schieße ich auch nicht die Scheibe weg oder so. Irgendwie sowas. Warum auch nicht? Je nachdem, wie meine Laune es zulässt. Oder Chat? Was sagt ihr dazu? Einverstanden? Ich denke schon. Jawohl, Chat. Genau. Danke. Fuck. Das ist zu, oder was? Ach, komm schon. Was ist hiermit? Oh ja. Let's go. Versuchen wir es. Gehen wir hin. Ach, guckt es euch an. Ja, los, rein da. Ja, wobei die Tiere. Ey, oh nee, Alter, ernsthaft. Komm, wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Warum? Ich will diese Hunde nicht umbringen. Ich will sie nicht umbringen, jetzt ernsthaft. Ich will das nicht. Und ich weiß genau, dass die uns erschnuppern werden und dann. Dann werden die uns angreifen, dann müssen wir sie umbringen. Ich will das gar nicht. Nur diese Fuck-Menschen, Alter. Bitte lass mich nicht diese Tiere töten müssen. Und ich glaube, ich weiß genau, dass es so kommen wird. Mann, ey. Ah ja, schöne Top-Pflanzen hier, ey. Wahnsinn. Richtig schönes Zeugs. Irgendwie Sony, vielen, vielen herzlichen Dank für 6 Monate schon im Resub. Sony, willkommen zurück, Mann. Danke dir. Dankeschön. Alles mitten in die Scheiße. Oh Mann, ey. Okay, let's go. Ich meine, sie sind zumindest gerade in das Gebäude reingegangen, aber ich glaube, im Laufe des Spiels werden wir nicht daran vorbeikommen, an diesen Hunden irgendwie uns. Also, wir müssen uns wahrscheinlich. Müssen wir wahrscheinlich, weil sonst kauen die uns das Gesicht ab. Das wollen wir ja auch nicht so unbedingt, oder? Wir müssen zur Straße. Ich meine ja nur. Also, ich glaube nicht, dass das so toll ist. Jawohl, Munition. Ich meine, wenigstens haben die Waffen so richtig Wumms, ne? Ich find's richtig gut, dass eine Schrotflinte wirklich aus so einer Distanz einfach mal komplett den ganzen Fuß wegballern kann. Ich glaube, das ist nicht gerade unrealistisch. Vielleicht ist es sehr brutal, aber ich glaube, das ist nicht gerade unrealistisch. Aus dieser Distanz eine Schrotflinte? Ich glaube schon, dass da dein Fuß Matsche ist. Chiari, auch danke für 9 Monate. Vielen Dank. Willkommen zurück. Dankeschön für die Resub. Dankeschön. Nichts. Wir können auf jeden Fall mehr Munition gebrauchen. Ich glaube, die brauchen wir das eine oder andere Mal. Das Messer zum Beispiel haben wir die ganze Zeit, oder? Hoffe ich zumindest. Yes. Nice. Jawoll. Noch mehr. Könnt ihr euch noch an den Move erinnern, wo ich gerade diesen Stein geworfen habe, wo die Frau so in diese Richtung gelaufen ist des Flurs und wo ich ihr dann einen Headshot gegeben hat? Kann das jemand klippen? Das wäre sehr nett. Für mich bitte. Das wäre sehr toll. Und dann irgendwie auf Twitter mich markieren oder so. Das wäre sehr schön. Wenn ihr das tun könntet. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier.
Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan, Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Oh ja. Holen wir uns Lea. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Oh Gott, ey. Und ich hab's noch gesagt, ne? Ich fühle mich ja schon ein bisschen mies gerade. Ich hab nämlich vorhin gesagt, eigentlich wär's cool. Okay, alles klar. Ellie übertreibt halt komplett. Eigentlich wäre es cool, wenn wir das Pferd irgendwo in einen Stall setzen könnten und dann irgendwie damit rumlaufen oder so. Ich meine, also nicht mehr damit rumlaufen, aber dann wissen wir, es ist in guten Händen und ihr geht's gut und alles ist schön. Ich dachte schon, das ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Aber nein. Kommt einfach Sprengstoff. Nein. Klar. And I'm gonna kill every last one of them.